Hesse-Matrix ist einfach nur eine quadratische Matrix, die aus allen zweiten Ableitungen besteht. Was denkst du denn, wie viele zweite Ableitungen gibt es denn insgesamt? Naja, wir könnten diese fx-Gleichung, diese erste Ableitung nach x, nochmal nach x und auch nach y ableiten. Genauso könnten wir diese fy-Gleichung auch nach x bzw. y ableiten. Das heißt, wir haben insgesamt vier zweite Ableitungen. Und genau die berechnen wir jetzt zusammen. Fangen wir damit an, die fx-Gleichung nochmal nach x abzuleiten. Also einfach noch so ein x in den Index rein. Und die Ableitung funktioniert genauso wie davor auch. Das, wonach wir ableiten, steht nur unten im Nenner. Das heißt, wir machen unsere Drei-Schritte-Regel. Schritt Nummer 1, Vorzeichen ändert sich zu einem Plus. Schritt Nummer 2, der Exponent des Nenners erhöht sich um 1 von 2 auf 3. Und der dritte Schritt war alter Exponent mal altem Zähler. Das heißt, diese dritte Wurzel hier, die bleibt unberührt, ist ja auch eine Konstante bezüglich x. So, jetzt könnten wir die fx-Gleichung nach y ableiten. Da kommt aber witzigerweise dasselbe raus, als würden wir die fy-Gleichung nach x ableiten. Das heißt, diese Reihenfolge der partiellen Ableitungen, die darfst du vertauschen. Das ist der sogenannte Satz von Schwarz. Gilt immer nur dann, wenn die zweiten Ableitungen stetig sind. Und ja, wir dürfen uns also aussuchen, ob wir die Gleichung nach y ableiten, also eine Wurzel ableiten wollen, oder ob wir diesen Term hier nach x ableiten wollen. Ich würde sagen, wir machen es lieber mit dem, da können wir nämlich denselben Trick nochmal benutzen. Das, wonach wir ableiten, steht nur im Nenner. Das heißt, Vorzeichen ändert sich. Dann erhöht sich der Exponent im Nenner um 1, also von 1 auf 2. Und alter Exponent mal altem Zähler, ja perfekt, da bleibt dieser Term y minus 1 hoch minus 2 Drittel einfach erhalten. Jetzt brauchen wir noch die Ableitung fy nach y. Gut, da können wir leider nicht rumtricksen. Dieser Term muss nochmal nach y abgeleitet werden. Die 1 Drittel und die geteilt durch x können aber stehen bleiben, sind ja schon mal Konstanten. Lediglich hier der Exponent, ja, der muss wie am Anfang als konstanter Faktor nach vorne, also diese mal minus 2 Drittel darfst du nicht vergessen. Und dann im Exponenten rechnen minus 1. Das heißt, hoch minus 5 Drittel. Das sind alle nur möglichen zweiten Ableitungen. Schön wäre jetzt natürlich noch, wenn du deine gerade berechneten zweiten Ableitungen hier in die Hesse-Matrix einsetzt. Das bedeutet, deine fxx- und fyy-Gleichung trägst du einfach hier auf der Hauptdiagonale ein und die beiden gemischten Ableitungen, die ja laut Satz von Schwarz jetzt gleich sein sollten, die trägst du einfach hier ein. Noch kurz zur Bezeichnung, wenn ein Nablerzeichen für den Gradienten, also die erste Ableitung steht, naja, dann werden wohl zwei Nablerzeichen für die zweite Ableitung stehen. Ich denke mal, das ist ganz logisch. Das war auch schon wieder alles zum Thema Gradient und Hesse-Matrix. Ich würde sagen, geh einfach direkt weiter zum nächsten Video. Bis dann.